Hallo zusammen, ich begrüße euch herzlich zu unserer üblichen Skatrunde am Dienstagabend. Die 18er Rangliste ist heute mal wieder mein Revier und es ist nicht mein alleiniges Revier. Ihr könnt das hier sehen. 199 Teilnehmer haben sich zu diesem kleinen Turnier angemeldet. Dazu im Raum 337 Teilnehmer. Also der Laden brummt, alle spielen Skat und das ist erstmal großartig. So, wen haben wir denn da am Tisch? Lombok und Klarer Himmel, das sind heute meine Gegner oder meine Mitspieler, wie auch immer. Auf jeden Fall Lombok, den Namen habe ich noch nie gehört. Klarer Himmel kommt mir schon ein wenig vertraut vor, aber wüsste ich jetzt auch nicht, wer sich dahinter verbirgt. So, erstes Spiel hier und gleich mal in Vorhand 4 Asse und 2 Zehner, bekommen das Spiel für 18, ja, und was soll ich euch sagen? Irgendwie liegt dann, wenn du ihn irgendwie nicht haben willst, ja meistens ein Bube drin und da ist er auch wieder, ne? Der Billigmacher. Also Grang ohne 4 mit 20 im Keller hätten wir auch gern gespielt. Den Grang spielen wir so natürlich auch. So ist der natürlich deutlich sicherer, das muss man sagen. Da brauche ich auch keine 20 drücken. Da hoffen wir mal, dass irgendwie der Schneider funktioniert. Wäre ein wenig Voraussetzung, dass jetzt die Karo 10, die noch fehlt, nicht bei dem Spieler mit dem Buben ist. Ich befürchte das aber, denn Lombok hat mutmaßlich noch den Kreuzbuben, ja, und natürlich hat er aus seiner Karo 10 zu dritt gespielt. Also leicht natürlich gewonnen, aber der Schneider war dann gegen diese Kartenverteilung nicht möglich. Zweites Spiel, zweites Glück. Zwei Asse sind hier aber ein wenig zu dünn in dem Fall. Ach ja, und das wollte ich euch noch zeigen. Schaut mal mein neues T-Shirt. Ich habe ein T-Shirt gefunden, was zu meinem Namen passt. Die kleine schwarze Meerjungfrau schlägt wieder zu. Und damit fühle ich mich an sich erstmal pudelwohl, wie eine zweite Haut. Lombok spielt Herz und er sticht auch direkt da in die Pik Lusche rein. Also entweder er hat noch ein paar Karos oder er hat ein Zwei-Farben-Spiel. Was ich jetzt irgendwie so eher vermute. Wie auch immer, auch den nächsten Pik sticht er gleich. Ja, und jetzt wirft er ab, weil ihm Karo zu günstig war. Aber klar, er hat nur Kreuz in der Hand. So, der muss natürlich einmal bedient werden. Das war wichtig für ihn. Und jetzt, da könnt ihr es sehen, an dem Karo König, es ist sowohl Karo 10 als auch Pik 10 im Keller ganz offensichtlich und damit sind es natürlich schon 5 volle und offen gespielt. Hat der Spieler schon genug? Er wird jetzt sicher noch mit seinem letzten Trumpf hier einen Stich schnappen. Wenn er den alten hat, kann er sogar aufs Trumpf Ass warten. Nee, hat er nicht. Gewinnt aber mit 67. So, und dazu sage ich natürlich nichts. Klarer Himmel, übrigens auch so ein kleines Detail, gefällt mir. Mal die weibliche Silhouette gewählt, also sie will sich nicht auf dem Avatar festlegen, aber sie behauptet hier zumindest, dass sie ein Mädchen ist. Und ein Mädchen, das Skat spielt und auch gut Skat spielt, das haben wir natürlich immer gerne. So, 15 Augen, immer rein. Ich sage immer, beim ersten Mal ist die Chance am größten und beim zweiten Mal ist die Chance immer noch größer als beim dritten Mal, dass eine Farbe läuft. Also rein mit den Bildern, nicht da geizen. Ein Spiel ist sowieso nicht so oft zu schlagen und wenn, dann natürlich nicht, wenn man kleckert, sondern eher, wenn man ranklotzt. So, der sieht ja wie mit rein aus. Nein, hat sich die erste Idee nach dem ersten Trumpfstich schon wieder zerschlagen. Also Lombok hat einmal gewartet, jetzt geht er rauf. So, und da kommt Trumpf zurück, also ein 6 Trümpfe, eine Kreuz Lusche dabei. Ja, ich weiß auch nicht. Ich glaube, ich hätte hier besser Karo Lusche abgeworfen, meine kurze Farbe, um Lombok da so ein bisschen den Hinweis zu geben. Letztlich habe ich mir aber hier nach diesem Trumpfverlauf mit nur 6 Augen ohnehin nicht so viel Hoffnung gemacht. Gut, und nun greift Lombok in Karo, spielt die 10 frei. Aber seien wir ehrlich, Karo steht 2 zu 2, das heißt, das wäre sowieso gegangen. Und wenn ich Karo abwerfe, dann nimmt Klarer Himmel vielleicht auch den Trumpfstich raus. Also nichts zu machen. Lass uns nicht zu sehr diesem Totenspiel nachtrauern. Und da geht's weiter. 18 halte ich natürlich, weil ich den Herz spielen möchte, aber auf 20 auf das gereizte Spiel lieber aussteigen, denn ehrlich gesagt ist der Herz
gegen eine seriöse Gegenreizung dann ohne Trumpf volles und ohne Seitenass auch schon ein wenig gewagt. Also schauen wir lieber, ob Lombok für 20 ein gutes Spiel in der Hand hat. Ja, und er überlegt ein bisschen, aber dann kommt da ein Grang raus. Ja, und öffnen wir mit Herz oder öffnen wir mit Kreuz? Ein Kreuz spielen wir uns natürlich mit 10 und König hier im Zweifel zwei Stehkarten hoch, dafür haben wir die Farbe ein Stück kürzer, also Herz Lusche wäre, denke ich, auch eine Option, ist letztlich sowieso ein bisschen spekulativ. Und ob das Spiel überhaupt geht, das wird sich jetzt zeigen. Okay, Herz Ass hätte er jedenfalls auch gehabt. Ja, und da kommt Pik 7, also wenn das jetzt mal nicht eine Wimmelfinte ist, ne? Oder sollte mein Partner da die 10 haben? Naja, wenn er sie hat, dann machen wir jetzt sowieso sehr viele von den nächsten Stichen vermutlich. Also dann ist es wahrscheinlich egal, ob ich die Lusche oder den König lege, aber wie schon vermutet, es war eine Wimmelfinte, also Lombok hat 2 Asse, 5 mal Pik, also 3 Asse plus diese Flotte und hier die Mittelbuben. Jetzt hat er offenbar schon gewonnen, kann sich das erlauben, hier schon den Buben zu ziehen. Natürlich sollte ich den Buben jetzt nicht zurückspielen, dann hat er womöglich noch Rest mit der Pik 10. Jetzt müssen wir hier schon was anbieten. Ja, und an sich eine interessante Konstellation, 2 Karo wohl gedrückt. Karo war die Farbe, die er gar nicht hatte, konnte ich aber nicht treffen, hatte ich nämlich selber auch nicht. So, rein vom Gefühl so, nach so ein paar Runden. Es ist ein schönes, schnelles, flüssiges Spiel. Es wird fair gereizt, es wird bisher gut gespielt, ist mir noch nichts aufgefallen, wenn dann hier nur bei mir da einmal die Kreuzlusche Abwurf. Das war ein bisschen unsauber. So, und jetzt habe ich schön gefunden bei 18. Der Fünftrümpfer läuft hier auch wie auf Schienen, kann man sehen. Er ist Herz raus, und hier kann ich natürlich auch nur mit der Dame raufgehen, aber ich habe an sich schon fast vermutet, dass der aus dem Zwilling kommt, und selbst wenn jetzt die 10 gestochen wird, dann ist das vielleicht auch nicht so dramatisch. Etwas gefährlicher wird es, wenn ich, wie in dem Fall, wo Herz 2-2 steht, nur mit der Dame raufgehe, dann Trumpf nachher zu 4 steht, ich am Ende die 10 anbieten muss. Das wollte ich hier also gar nicht erst mir anschauen. So, und hier kommt der nächste Schnitt und wieder erfolgreich, und das sieht ja so aus, als ob wirklich alles glatt steht. Es fehlt noch Kreuz, Bube und Trumpf Dame, also ich könnte jetzt auch den Herz Buben spielen, aber es geht letztlich sowieso nur um Schneider und gewinnen können sie nicht. Und ja, habe ich die zwei Augen quasi auch noch gespart. Ja, und wenn die beide in einer Hand sitzen, kriegen sie halt noch einen Stich mehr. Dann wären sie aber ohnehin rausgekommen. Also ein schöner Pik Schneider hier geht bei mir dazu, und damit habe ich mich kurzfristig mal wieder in Führung begeben. Und jetzt das Anschlussspiel, das ist es, was du haben willst. Drei Buben, naja gut, und die Beikarte ist wackelig, und Lombok hält dagegen. Ja, jetzt müssen wir uns entscheiden. Sollen wir hier noch weiterziehen, das Ding? Ja gut, aber Kreuz, Pik, Karo, Bube, Pik 10 noch, irgendwie 14 Augen drücken, es kann auch immer noch mal der siebte Trumpf drin liegen. Nee, also komm, da gucken wir uns nicht ein rotes Farbspiel an, und jetzt wird es natürlich langsam ein bisschen haarig, denn man muss sich natürlich auch fragen, was hat Lombok hier in der Hand? Komme ich für 36 überhaupt ran? Dann hat er vielleicht die Trümpfe dagegen. Ach komm, jetzt, wir reizen das Ding jetzt durch bis 36. Vielleicht hat er ein Karo und passt dann auf, vielleicht hat er ein Herz. Ich komme tatsächlich bei 36 ran. So, und jetzt kommt einmal den siebten Trumpf und alles. Ah, alles ist gut, aber nichts ist gut, nichts ist gut. Pik König ist natürlich eine kleine Verstärkung, muss man sagen. Damit ist auch klar an sich, was ich hier drücken kann. Aber jetzt 35 gehalten, 36 gepasst. Das könnte ein bisschen brenzlig werden. So, Karo Ass halten wir erstmal fest. Und dann einmal von oben. Und da sehen wir auch zum Beispiel, warum ich es hier in der Situation gut finde, den Kreuzbuben zu ziehen, besser als den Pikbuben. Jetzt ist doch klar an dem Kreuz Ass, dass das blank ist. Das ergibt auch mit der Reizung einen Sinn. Also klarer Himmel, könnte mich jetzt natürlich hier auch angeschmiert haben, wenn sie die Trumpf 10 noch hat, aber das halte ich für wenig wahrscheinlich. Und dann, wenn Lombok die 4 Trumpf dagegen hat, jetzt also noch 3, dann sollte ich natürlich nicht mehr in die Trümpfe greifen. Ja, eigentlich ist 4 Trumpf schon so gefährlich, dass ich in Pik ein bisschen
Glück braucht, dass sie vielleicht 2-2 verteilt sind. Und ja, da sollte ich vielleicht nicht mal die Pik 10 anbieten. Das ist vielleicht schon was, was ich gar nicht vertragen kann. Vielleicht auch das blanke Pik Ass bei Lombok und der nimmt raus, der nimmt ganz schnell raus, ja, wahrscheinlich blank. Und nein, diesen Stich, den wollte ich natürlich nicht sehen. 21, ich glaube, der Stich bricht mir das Genick. Jetzt ist nur noch Karo 10 im Spiel. Gut, die kann ich vielleicht erobern, aber läuft Pik 10? Ich glaube es nicht. So schnell, wie der das Ass genommen hat, nee. Der läuft nicht und ich glaube, damit komme ich nicht hin. Ich kann jetzt hier durchs Vorstechen und rausspielen der Pik Lusche noch eine Trumpfgabel natürlich aufbauen, macht dann die letzten beiden Stiche, aber das reicht natürlich nicht. Nicht mal, wenn Karo 10 bei klarer Himmel ist, denn ja, die Gegner haben schon über 60. Das ist einfach Fakt. Und wo landen wir? Bei 58. Ja. Gut, also wenn du so ein Ding reizt, dann darfst du dich halt auch nicht beschweren. Das gehört ein bisschen dazu. Das ist, ja, ich will nicht sagen richtig fragwürdig, aber es ist so an der Grenze von dem, was eben gesund ist. Mal klappt es, mal geht es dann auch in die andere Richtung. Das gehört aber dazu. Wir spielen ja hier schließlich ein Spiel. Und jetzt spielen wir das nächste Spiel für 18. Jetzt aber mal Wiedergutmachung. Da siehst du, Kreuz 10, der sechste Trumpf bei dem Spiel. Habe ich natürlich ohne Gegenreizung ein viel besseres Gefühl. 11, zählen wir mal bei den anderen, 22, aber deutet bisher nichts auf einen unrunden Stand hin. Wunderbar, 28, also wenn Karo nicht zu dritt steht oder zu viert, also sprich, wenn Karo 2-2 steht, dann ist das Spiel auch Schneider und da haben wir es, das ist der Fall, Rest bei mir. Und ich hole ein wenig Punkte wieder auf, aber letztlich so ein verlorenes Spiel, so richtig aufholen kannst du es nie. Andererseits, Skat wäre nicht Skat, wenn da einfach jedes Spiel gewonnen würde. Das wäre auch langweilig. Was treibt Lombok? Der spielt einen Kreuz gegen die 22 von klarer Himmel und dieser Stich Pik Dame, Pik 10, Pik Lusche, der sieht doch schon verdächtig danach aus, als ob klarer Himmel hier unter ihrem Pik Ass gespielt hat, zu viert vielleicht oder zu dritt, aber eher zu viert, ja, einfach aufgrund der Reizung. Und wann spielst du sonst direkt im Aufschlag die Dame aus, ist ein typischer Zug unterm Ass. So, wie geht's weiter? Ja, und das bestätigt natürlich den Verdacht. Lombok geht über die Dörfer, nicht weil er so stark in Pik ist, sondern weil das gerade seine schwache Farbe ist. Er will jetzt schnell seine Beikarte hinziehen und das gelingt ihm hier natürlich nicht, denn Herz steht zu viert bei mir, das heißt, dieser Stich geht zu uns, den hat Clara nicht mehr, jetzt kommt Pik von oben. Ja, und damit ist das Spiel wohl Geschichte, da schnappen wir einmal zu, 18 Augen. So, und ich war hier auch kurz am Überlegen. Ich hatte nur gedacht, wenn ich Herz Dame spiele, dann kommt klarer Himmel vielleicht auf den Trichter, da Karo Ass reinzuknistern. Das wollte ich nicht, deswegen lieber die Lusche. Bei der Reizung muss natürlich auch ein dunkler Bube bei klarer Himmel stehen. Also Trumpflusche hätte es auch getan. Ich dachte, jetzt spielen wir mal so. Soll Clara, wenn es geht, hier die Herzlusche hoch vorstechen, vielleicht mit Pikbuben. Und dann sitze ich noch dahinter mit dem Karo-Buben zu dritt und dann wird es für das Trumpf-Ass eben auch verdammt eng, sagen wir mal, ne? Ich sehe nicht so recht, wie er das heimbekommen will. 48 haben wir, glaube ich, liegen. Also wenn er jetzt das Trumpf-Ass drauflegt, dann schnapp ich zu, mach den Sack zu. Und wenn er das Trumpf-Ass jetzt noch nicht rauflegt, ja, dann schmeiße ich eben die Herz-Dame ab und werde es mir am Ende holen. So, soweit die Theorie. Ja, und hier an so einer kleinen Szene könnt ihr natürlich sehen, ich habe es hier nicht live kommentiert, das lenkt mich dann immer ein bisschen zu sehr ab, sondern ich kommentiere jetzt hier nachträglich das Geschehen und was ich eben so von mir gegeben habe, das musste ich in echt hier natürlich erst nochmal überlegen, gerade nochmal kurz in mich gehen, wo ist das Trumpf Ass, wie viele Trümpfe sind noch draußen, und dann kommt da die Herz-Dame und wir sagen Dankeschön, Lombok. Das nächste kannst du vielleicht wieder gewinnen, dieses jedenfalls nicht. Da!
haben wir mal einen Ansatz für einen 0. Pik ist dicht, Herz ist dicht, Kreuz 8 König und Karo 9. Na gut, also man muss ihn nicht reizen, aber ich denke, als 0 in Mittelhand kann man den reizen. Na, wenn du... Es gibt ja genug Verstärkungskarten und eine blanke 9 ist beim 0 ja auch bei weitem nicht immer gleich das Ende der Geschichte. Bin aber nicht rangekommen und Lombok zieht hier wieder beim Grang und er zieht die Asse und er zieht die Asse und da kommt das vierte Ass hintereinander angeflogen. Und da fliegen schon die Karten weg, gewinnt mit 71, das heißt 20 Augen waren im Keller, Grang ohne 4. Ja, das sind die Spiele, die du brauchst. Ein bisschen Herzkammerflimmern gehört bei so einem Grang ohne 4 an sich immer dazu, aber wenn keine Gegenreizung war, wenn die Farben nicht zu lang standen, dann ist doch die Chance immer ganz gut mit 4 Assen und 2 Vollen im Keller. Ja, und dies hier geht natürlich nicht mehr als gute Nullreizung durch, dafür ist Kreuz ohne die 7 einfach zu lang. So, und jetzt sehen wir hier ein Herzspiel. Ja, und normalerweise heißt das ja auf den kurzen Weg eine lange Farbe. Aber in den langen Farben habe ich die Vollen, die ich auf Trumpf unterbringen will. Ich möchte hier an sich bewusst jetzt die schwache Farbe aufspielen, um meinem Partner in Hinterhand vielleicht da die Pik 10 freizuspielen, um ihm eine Farbe zu öffnen, wie es so schön heißt. Meine Vollen, die laufen ja nicht weg, die gehen auf Trumpf immer noch rein. Das hier also die Idee hinter der Pik-Lusche und schaut mal, wie gut das gleich funktioniert hat. Klarer Himmel in Mittelhand weiß natürlich auch nicht genau, was es damit auf sich hat, wo das Pik-Ass sitzt. Muss auch ein wenig spekulieren, geht hier rauf mit der 10. Also 21 für uns, haben wir auf jeden Fall schon mal gegenüber dem König hier 6 Augen gespart. Ja, und das gefällt mir natürlich wieder nicht so gut, dass Lombok da direkt den Karo-Buben mitnimmt. Jetzt sind wir bei 25, ja gut, und warum nimmt er direkt mit? Es ist hier ein 7-Trümpfer mit 3 Pik, dann hat Clara natürlich an der Seite gar kein Kreuz und kein Karo mehr, dann kriege ich andererseits auch nicht alle Vollen mehr unter, dann können wir höchstens noch 2 Stiche machen. Also es darf sowieso nur ein 6-Trümpfer sein, wenn wir gewinnen wollen. Ja, und dann hoffen wir mal, dass Karo die Lusche ist, die sie dabei hat. Und ansonsten muss sie eben noch ein Kreuz bedienen. Das müsste dann auch reichen. So über einen groben Daumen gepeilt. Gut, Karo war tatsächlich die Stechfarbe. Dann geht jetzt in Kreuz vielleicht noch was. Ja, und weil wir sowieso noch einen Trumpfstich brauchen, gebe ich hier auch nur mit dem König rauf und es wird bedient. Also es ist nur der 6-Trümpfer höchstens, wenn da noch das letzte Pikbild ist. Und dann müsste doch jetzt noch ein Trumpfstich für uns drin sein. Und dafür habe ich mir die Kreuz 10 aufbewahrt. So, Lombok überlegt jetzt auch. Der guckt, glaube ich, auch nochmal nach. Wo gibt es mehr zu holen? Ich habe natürlich, da ich die Trümpfe nicht habe, nicht so genau die Übersicht, was in Trumpf jetzt noch draußen ist. Ich weiß nur, jeder hat jetzt noch einen Trumpf. Lombok entscheidet sich noch, das Bild nicht mitzunehmen, das hätte gereicht. Ah, er wartet auf die 10 mit Übersicht. Jetzt haben wir sogar 69 Augen bekommen, sonst wären es natürlich 7 Augen weniger gewesen. Auf jeden Fall sind wir jetzt hier alles gebrannte Kinder, auch Clara hat ihr erstes Beetspiel eingefahren. Ja, und das Spiel wird wohl die Statistik wieder ein bisschen rausreißen. Ein ungezwungener Grang in Mittelhand. Ja, jetzt kann er hier auch noch relativ günstig die Herz-Dame abwerfen. Also ich glaube, da wäre Clara vielleicht direkt mit der 10 besser raufmarschiert. Sei es drum. Vielleicht war Kreuz-Lusche auch gar nicht das perfekte Nachspiel. Ja, und da fallen die Jungs verteilt und Lombok klappt ab. Also der Bubenzug durchaus nochmal eine etwas riskante Wette. Stellt euch bei mir mal vor, ich hätte jetzt statt einem der 3 Piken hier den zweiten Buben, dann hätte ich ihn natürlich ins blanke Karo Ass eingeschoben und dann, das wäre seine Chance gewesen, das Spiel noch zu verlieren. Aber gut, er hat den richtigen Riecher hier gehabt. Im Schneider-Sinne war es natürlich korrekt, den Buben zu spielen. Und dafür, gut, das muss jeder für sich wissen, ob er für einen Schneider ein gewisses Verlustrisiko in Kauf nimmt. Also das ist mir in meiner Laufbahn auch schon oft genug so gegangen. Ja, man spielt dann auch so ein bisschen natürlich, wie die Reizung ist und wie das Gefühl ist. War wohl einfach in dem Moment für Lombok glasklar, dass der Bube kommen muss und dass das Ding dann geht. So, und hier geht der nächste Grang los, diesmal von Klarer Himmel.
Und ja, Mensch, ich habe zwei Buben dagegen und mein Partner spielt erstmal ein Ass auf. Ja, was tun wir rein, ne? Tun wir Pik 10 rein oder tun wir nur Kreuz Dame rein? Das ist so ein bisschen die Überlegung. Aber da sind wir wieder dabei, ne? Beim ersten Mal ist die Chance am größten. Und wenn wir das Ding ernsthaft schlagen wollen, dann muss ich meine Vollen wohl auch unterbringen. Ansonsten wird es vielleicht schwer für die Pik 10, also ich mache das jetzt mal. Na? Nein, 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 nein. Das sieht jetzt immer natürlich richtig dusselig aus, aber gut, was soll's? Dann hat Lombok wohl genau 5 Herz. Aus 6 Herz wird er hoffentlich das Ass nicht spielen. Clara hat glücklich genau 2 Herz gedrückt. Ja, und realistisch gesehen, okay, klar, wenn ich Kreuz Dame lege, dann kann ich jetzt hier 16 stechen, habe die Pik 10 noch in der Hand. Dann kommen wir natürlich eine Ecke weiter. Aber im Siegssinne war es trotzdem, glaube ich, nicht die allerdümmste Entscheidung. Naja, und wenn doch, ich kann es nicht mehr ändern. So ist es passiert. Was liegt, das liegt. Und ja, jetzt spielt sie uns natürlich Schneider sogar. Guckt mal hier, Pik 10, da hat sie den König noch hoch. Jetzt habe ich Rest, aber ich glaube, da ist nicht mehr viel im Spiel, ne? Herz 10 ist noch im Spiel, aber das ist der einzige volle. Das langt uns natürlich bei weitem nicht. 26 haben wir gerade gemacht. So. Ja, irgendwie nach diesem Beetspiel, es gab zwar noch so einen kleinen Wupp, so einen kleinen Aufwärtseffekt, das eine Anschlussspiel, aber seitdem ist hier auch irgendwie wieder so ein bisschen wie abgeschnitten, ne? Schade. Das ist jetzt hier der dritte Grang am Stück und ja, wieder bei 18. Also, ah, Buben springen, links und rechts. Ah, sieht ja wieder gut aus, ne? Wird schwer für uns, da was zu machen. So, Pik nehmen wir raus, gucken wir in Herz. Der läuft 28. So, jetzt vielleicht noch ein Stich mit Pik Dame oder ein Kreuzstich. Also, noch habe ich die Hoffnung, dass wir rauskommen und da macht klarer Himmel sie zunichte, indem sie diese starke Restkarte aufklappt. Nein, wir machen nichts mehr akzeptiert. Dreimal hintereinander, Grang einfach Schneider. Wer war nicht dabei? Die kleine traurige Meerjungfrau. Und jetzt ist es wieder zu dürftig. Selbst für ein 0, dafür stört Karo 7 König Ass. Und das Spiel wird eingepasst. Na gut, das bedeutet, dass wir schneller in den Feierabend kommen. So, und hier leier ich mir mal 18 so aus der Rippe. Natürlich sind das grenzwertige 18. Und sofern hier nur der kleinste Widerstandshauch zu spüren ist, verabschiede ich mich natürlich, denn das ist natürlich eine Karte. Da bist du schon gut beraten, mindestens einen Buben oder so aufzunehmen. Lieber noch zwei Verstärkungskarten. Und jetzt wird es aber sicher auch ein heißes Spiel für Lombok, denn in Kreuz habe ich gar keinen Trumpf. Also wenn er nicht wirklich richtig dick bestellt ist, dann wird er hier ordentlich pumpen gegen die kompletten Trümpfe bei klarer Himmel und ich habe natürlich hier einiges an Vollen. So, und jetzt die Frage, Karo Buben, an sich würde ich sagen, noch einmal tauchen ist vielleicht gut, aber wenn dann Clara die Nerven verliert oder wenn es doch ein Siebentrümpfer ist und sie jetzt alle Trumpfstiche hat, also ich denke mal, sie kann das am ehesten kontrollieren. Ich glaube, hier können wir mal genauso gut ein Ass fallen lassen. Ja, und das läuft doch ganz geschmeidig. 15 plus 14, 29 Augen. Ich sage ja, das wird schwer. Herz hat er nicht, 40 Augen. Gut, gucken wir mal, wo die Karo 9 ist. Pik hat er nicht, Herz hat er natürlich. So, 47. Und Herz Ass hat er sich gerade blank geschmissen. Aber das habe ich in dem Moment verpeilt. Ich hatte ja selber 4 Herz, muss man sich mal vorstellen. Ist noch nicht lange her, da hatte ich die 4 Herzen noch in der Hand. Und spiele jetzt hier nur die Lusche statt die 10 oder wenigstens die Dame. Clara sticht natürlich trotzdem. Leichter Sieg für uns. Allerdings muss man sagen, mit dieser großzügigen, ein bisschen dusseligen Aktion habe ich jetzt hier die Dame noch zu Lombok rübergeschoben. Die hätte er nicht haben müssen und er kriegt 31 Augen. Also man könnte es auch. Ja, wenn ich nicht so eine ehrliche Haut wäre, würde ich das jetzt vielleicht sogar als Fairplay-Geste betiteln, dass ich ihm hier nicht Schneider spielen wollte. Es ist ja so ein bisschen ein Stück weit verpönt, den Alleinspieler Schneider zu spielen, wobei ich sage, er hat auch die Chance, uns Schneider zu spielen. Warum soll er dann auch nicht mal Schneider werden?
Aber ich habe hier einfach nur gepennt, so einfach war es. Deswegen hat er 31 gekriegt. Das ist aber, muss man sagen, auch bitter, wenn du das Spiel in Vorhand bei Passe, Passe kriegst. Und so war es ja, glaube ich. Er hat auch drei Buben gehabt. Aber er spielt halt und Herz Ass zu dritt. Sechs Trümpfer, drei Buben, Herz Ass zu dritt und kriegt nur durch einen Fehler von mir 31, weil fünf Trumpf dagegen stehen und die Farbe frei. Also das ist natürlich auch wirklich mal eine bittere Pille. Und was schreibt er da? Ja, undefined. Ich glaube, das war nicht unbedingt eine Lobpreisung auf diese Verteilung. Das wird wohl eher ein Fluch gewesen sein, der ihm da im Halse stecken geblieben ist. Aber gut, davon lebt das Skat, dass es dich anscheißt, wo du gehst und stehst. So, und jetzt bin ich dran, in Vorhand, nochmal einen Null zu reizen. Keinen guten Null natürlich, einen fragwürdigen Null kann man sogar sagen, mit zwei Faulen. Andererseits, gut, eine passende will ich natürlich finden, Kreuz oder Herz, dann hätte ich nur noch eine Faule in der Flosse und die Gegner müssten es erraten, welche Farbe das ist, also mindestens eine 50-50-Chance. Und wenn du eben zwei passende findest, wie durch ein Wunder mal, weiß ich nicht, eine 8 oder 7 in Pik und Karo und eine andere, dann hast du sogar null Ouvert. Deswegen finde ich es schon berechtigt, das Spiel mal auf 0 zu reizen. Gut, an sich ist die Rangliste, die 18er, ja so eine längerfristige Geschichte. Da muss man es vielleicht nicht unbedingt, also vielleicht sind, wenn ich ehrlich zu mir selbst bin, hier ein bisschen die Pferde mit mir durchgegangen, aber gut. Ich war einfach in der Stimmung. So, und gegen den Grang habe ich jetzt mit Herz erstmal einen wunden Punkt getroffen. Da wurde Karo abgeworfen und überraschenderweise Karo Ass ist offenbar bei meinem Partner, der hier sogar noch mal unter durchgespielt hat. Gut, damit bin ich wieder dran und ich sag mal so, also zwei Asse, Herz Ass bei mir, Karo Ass bei Lombok, dann wird klarer Himmel wohl keine nicht nur zwei Buben haben, sondern mindestens drei, sonst wird sie den Grang nicht spielen. Was wiederum heißt, wenn überhaupt hat mein Partner nur einen Buben und ja, dann würde ich sagen, wenn es der Pik-Bube ist, dann versuchen wir jetzt hier mal den Überstich hinzubekommen und auch das gelingt. Also das war jetzt natürlich die beste Chance. So, was haben wir denn jetzt hier? 13, wir haben ja schon 38 oder sowas, ne? Sowas in der Art. Also jetzt wird es natürlich möglicherweise interessant, dieser Stich kommt uns, was ist hier los, logischerweise zugute. Oh, jetzt habe ich hier mich verklickt. So, da geht's weiter. Der Stich kommt uns natürlich logischerweise zugute, der war nicht unbedingt eingeplant. Und jetzt kommt Karo Ass. Und da sind zwei von klarer Himmel schon weggefallen. Einer abgeworfen, einer bedient. Und ja, soll ich jetzt die Kreuz 10 darauf knistern? Nee, vielleicht macht die selber noch den Stich. Also das habe ich mich jetzt hier nicht getraut. Und da wäre es richtig gewesen. Mit der Kreuz 10 hätten wir jetzt schon genug. Ja, da müssen wir jetzt hoffen natürlich, entweder die Kreuz 10 muss einen Stich machen oder Pik zu dritt bei Lombok. Also eine kleine Schwäche muss es da jetzt noch geben. Aber das ist natürlich auch schon ungewöhnlich, dann muss man sagen, dass klarer Himmel da auf Herz abschmeißt. Also so gut war der Grang dann nicht mit Karo 7, 9 Dame an der Seite, ne? Das muss man auch sagen. Herz 10 keinen vollen im Keller, soweit ich das bisher beurteilen kann. Und mit den drei Buben kam sie da wohl ein bisschen kurz. So, und jetzt, also da sie noch nicht aufgeklappt hat, würde ich sagen, wir machen den Stich auch noch, ne? Und da ist er, da ist unser Stich. Ja, und durch diesen 15er Überschlag hat es jetzt für uns locker gereicht. Das war eine Verteilung, gegen die dieser Gang ein wenig zu schwach besetzt war. Und damit komme ich jetzt immerhin mit diesen 40 Punkten auf 340, zwei Spiele noch, also das ist noch ausbaufähig. Das ist noch nicht dolle, aber vielleicht kommt noch was. Ja, erst noch mal ein eingepasster, okay, dafür kann sich natürlich, davon kann sich keiner was kaufen. Also letztes Spiel, ja, 340, das ist nicht Dülle. Ja, und jetzt noch mal für 18. Einmal Hü. Ja, zwei gute Karten, der sechste Trumpf und das zweite Ass. Da habe ich doch jetzt ein ganz schönes Karo-Spiel hier. Ja, und wenn ich jetzt nicht ein bisschen Sorge hätte, dass auch in Pik vielleicht übergestochen wird, dann würde ich hier auch Trumpf von unten ziehen, gegen Trumpf 3-2, einmal von unten, dass sie in Trumpf
nur 13 oder 15 kriegen und dann noch einen Kreuzstich im Schneidersinne, aber weil eben auch droht, dass vielleicht nachher der Zweitrümpfer Pik übersticht, denke ich, ich ziehe mal hier einmal von oben. So, und wo jetzt das Trumpf Ass kommt, kann ich immer noch einmal unten rausspielen. Gut, dann bin ich Trumpf ganz günstig losgeworden auf 6 Augen. Gut, und trotz alledem, Kreuz sollte jetzt auch noch glatt verteilt sein, dann ist der Schneider sicher, und so geschieht es auch. Das war ein netter Abschluss dieser Liste, und mit 426 habe ich den Tisch hier noch gewonnen, was mir natürlich nicht allzu viel nützt, denn das Ergebnis fließt in die Gesamtrangliste ein, und da ist es natürlich eher ein bisschen unter dem gewünschten Durchschnitt, aber trotz alledem bin ich, glaube ich, ganz gut in diese Monatsliste reingestartet. Wir können ja einfach noch mal kurz gemeinsam schauen, wie es jetzt aussieht. Gehen wir mal vom Tisch. In der Lobby bereiten sich schon alle aufs nächste Turnier vor. Ich gehe aber dann jetzt aus der Lobby raus und gucke Ranglisten, 18er Rangliste. Und da sehen wir auch hier, die ersten Spieler haben schon die 30 Listen voll, die es braucht, oder sogar ein paar mehr. 5,79 ist aktuell hoch von Wolfsrudel, das wird aber wohl noch nicht so bleiben, und auch die Prämien werden sich noch ein bisschen zurecht rütteln, also die Preisverteilung, das ist, glaube ich, bei 100 Euro ungefähr gedeckelt. Das liegt jetzt nur daran, dass erst 31 Leute sich qualifiziert haben. So, und hier kommt das Feld, und ja, wo stecke ich denn, wo stecke ich denn? Da habe ich mich gefunden, aktuell mit 4604 Punkten aus 8 18er Listen, also ein Schnitt 5,75, das ist in Ordnung, also damit komme ich gut klar. Natürlich geht immer ein bisschen mehr, es gibt einige, die da schon mehr mehr vorgelegt haben. Wen haben wir da? Player zum Beispiel, 28 Serien, MacGyver steht gut, na, der steht ja immer gut, aber es ist ja auch noch nicht aller Tage Abend, ich habe hier noch 22 Listen vor mir, ja, und dann werden wir eben schauen, wie sich das weiterentwickelt. Ich wünsche euch einen schönen Abend, viel Spaß wie immer beim Skat, und noch wichtiger, gut Blatt, ach nee, andersrum, ne? Gut Blatt, aber noch wichtiger, viel Spaß.